Nach Weihnachten und Silvester steigen die Infektionszahlen wieder etwas an. Zudem ist Omikron vermehrt wieder unter uns. Könnte also bald aus dem Lockdown für Ungeimpfte wieder ein Lockdown für alle werden? Welche rechtliche Basis gibt es dann dafür? Und wird die Impfpflicht ab Februar überhaupt kommen, wenn die Impfung womöglich gar nicht bei Omikron wirkt? Darüber spreche ich nun mit meinem Studiogast und dazu begrüße ich ganz herzlich den Rechtsanwalt Florian Horn. Herzlich willkommen bei Nachgefragt und vielen Dank für Ihre Zeit. Bitte sehr, gerne. Ja, der Lockdown für Ungeimpfte, das haben Sie letztes Mal auch hier im Studio schon erwähnt. Das ist eine Verordnung, die immer für 10 Tage gilt und dann immer wieder verlängert wird. Für Weihnachten und Silvester war für Ungeimpfte aber kein Lockdown. Und jetzt gibt es ihn wieder, vorerst mal für den 10.01. Und dann wird es wahrscheinlich wieder verlängert. Die Frage könnte man sich natürlich jetzt stellen, ist das ein ewiger Lockdown für Ungeimpfte? Naja, das ist genau das große Problem, das dahinter steht, weil jetzt diese Maßnahmen ja tatsächlich jetzt schon in Wahrheit, ich glaube, 2 Monate lang gelten. Und das ist eine sehr lange Zeit, wenn der Kern dieses Lockdowns für Ungeimpfte ist ja eigentlich nur, dass diese Ungeimpften nicht den allgemeinen Handel betreten dürfen und halt auch von Veranstaltungen und dergleichen ausgeschlossen werden. Jetzt kann man sich überlegen, macht das einen Sinn, dass jemand nicht Schuhe einkaufen geht oder eine Winterjacke einkaufen geht, nur weil er nicht geimpft ist, aber andere Sicherheitsmaßnahmen einhalten könnte. Also ich sehe das wirklich sehr kritisch, diesen Lockdown für Ungeimpfte. Ich sehe es weniger kritisch überall dort, wo es einen epidemiologisch sinnvollen Zweck gibt, auf die Impfung zu bestehen. Also zum Beispiel bei großen Veranstaltungen oder dort, wo die Maskenpflicht nicht eingehalten werden kann aus den Umständen, also bei Partys oder dergleichen. Aber allein diesen Lockdown für Ungeimpfte als Zwang auf die noch nicht geimpfte Bevölkerung zu verwenden, das sehe ich hochproblematisch. Aus meiner Sicht ist es daher nicht zulässig, diesen Lockdown ewig weiter zu verlängern. Es wird halt gemacht, weil 2 Parteien des österreichischen Parlaments haben halt eine Mehrheit im Parlament und können das immer für 10 Tage im Hauptausschuss des Parlaments genehmigen, diese Verlängerung. Mhm. Das heißt, da können auch die Oppositionsparteien nichts dagegen machen. Wenn das die Regierung verlängert, dann wird es eben verlängert. Über die Maßnahmen, die jetzt die Regierung hier angesetzt hat, könnte man sich hier streiten. Der Lockdown für Ungeimpfte ist ja an sich schon mal problematisch. Auch die Betroffenen, die jetzt die Händler sind zum Beispiel, sagen, es ist sehr schwierig, hier in der Praxis die Kontrolle zu machen, ist schwierig. Jetzt hat aber Salzburg zum Beispiel jetzt gesagt, sie wollen hier schärfer dagegen vorgehen im Handel. Was wäre da dann da generell die Lösung? Also aus meiner Sicht macht die Sperre des allgemeinen Handels überhaupt keinen Sinn. Also ich glaube nicht, dass es da eine Lösung gibt, weil die Maßnahme an sich nicht wirkt. Ja? Wenn man wirklich Impfstatus abprüfen will, dann muss man tatsächlich auf diese QR-Codes halt sich konzentrieren. Dann braucht es eine bessere elektronische Infrastruktur, dann braucht es vielleicht eine bessere App, um das abzufragen, die zur Verfügung gestellt wird. Also da sind die technischen Lösungen wahrscheinlich im Vordergrund. Ich möchte aber betonen, dass ich wirklich nicht überall den Impfstatus jetzt einmal aus dieser epidemiologischen Sicht für notwendig sehe. Wenn man eine Impfpflicht will, dann muss man diese Impfpflicht auch verordnen. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, durch die Hintertür zu versuchen, die Menschen zur Impfung zu zwingen, wenn die Überzeugung nicht funktioniert hat und man der Meinung ist, aufgrund der Expertengespräche, dass die Impfung einen wesentlichen Beitrag aus der Krise heraus bietet. Dann muss man das auch öffentlich bekennen und dazu ein Gesetz machen. Und ich glaube, das ist in dieser Impfpflichtgesetzdiskussion dann halt enthalten. Mhm. Über die Impfpflicht möchte ich eh noch mit Ihnen sprechen, aber ich möchte noch gern bei den Ungeimpften und dem Lockdown bleiben. Was passiert denn mit diesen Menschen, die sich jetzt nicht dran halten, die ungeimpft zum Beispiel in den Handel gehen? Also wenn sie erwischt werden, dann droht denen natürlich eine Verwaltungsstrafe. Da gibt es unterschiedliche Strafabstufungen. Und wie hoch ist das? Also die praktisch ausgesprochene Strafe wird wahrscheinlich im Bereich von ein paar 100 Euro sein. Also die Höchststrafen, da gibt es eine 500-Strafgrenze, dann gibt es 1450 nach dem Epidemiegesetz und dann 3200, glaube ich, ist auch noch eine Strafe. Aber man muss das so verstehen, dass dann aus diesem Höchstbetrag wird dann ein Teilbetrag dann vorgeschrieben als Strafe. Dagegen kann man sich allenfalls wehren. Wenn es eine Strafverfügung ist, kann man einen Einspruch erheben oder sozusagen nicht zahlen. Sobald man die Strafe zahlt, ist es vorbei. Wenn man sie nicht zahlt, kann man Rechtsmittel ausüben. Da sehe ich tatsächlich bei den Ungeimpften durchaus Gründe, wieso diese Strafverfügungen nicht rechtmäßig sein könnten. Ja. Das heißt, man könnte da wirklich dagegen vorgehen und bekommt vielleicht auch Recht.
Das könnte so sein, nicht? Also es gibt gewisse Maßnahmen, die sind schon sehr gut ausjudiziert beim Verfassungsgerichtshof, also zum Beispiel Maskenpflicht und dergleichen. Da wird man keine große Chance haben, wenn man sagt, es kratzt einem die Maske an der Nase, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber diese Sperrung des allgemeinen Handels für Personen, nur weil sie nicht geimpft sind, das ist vollkommen offen, was da daraus wird. Mhm. Nun ist die Impfpflicht ab Februar 2022 für alle ab 14 Jahren einmal angedacht. Was weiß man denn jetzt generell schon mal über dieses Gesetz und gibt es irgendwie ein vergleichbares anderes Gesetz auch in Österreich? Also es gibt derzeit sogar zwei Entwürfe dieses Gesetzes, nicht? Also sie lauten zwar genau gleich, aber ich habe im Zuge meiner eigenen Erarbeitung der Stellungnahme für dieses Gesetz herausgefunden, dass die Abgeordnete der Regierungsparteien bereits einen Initiativantrag im Parlament eingebracht haben. Das heißt, es gibt nicht nur das Begutachtungsverfahren zur Stellungnahme, sondern es gibt bereits einen Gesetzesantrag, der am 17.10. behandelt werden wird im Gesundheitsausschuss. Zu beiden diesen Dingen können Stellungnahmen abgegeben werden. Das habe ich heute gemacht und das haben viele Bürgerinnen und Bürger auch schon gemacht. Der Inhalt dieses Gesetzes entspricht dem, was davor schon bekannt war im Wesentlichen. Ja, es hat sich da nicht viel geändert. Aus meiner Sicht ist von der Form dieses Gesetzestextes die ganze Sache, wie wir es gewohnt sind, von den anderen Verordnungen viel zu kompliziert. Ja, also das ist ein seitenlanger Text mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Es sind ein paar verwunderliche Sachen drin, ich glaube, über die wir sogar im letzten Gespräch schon gesprochen haben, die Ausnahme von Schwangeren zum Beispiel von der Impfpflicht, die allein darauf beruht, dass es für Schwangere kein zugelassenes Medikament, keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Das heißt, da hat sich der Gesetzgeber auf die sichere Variante gestellt, dass nur jene Personen geimpft werden sollen, wo es wirklich einen zugelassenen Impfstoff gibt und wo die Anwendung des Impfstoffs off-label, sagt man, passieren muss. Da müssen sich die Personen selbst dazu entschließen und freiwillig dazu entschließen. Und das betrifft zum Beispiel Schwangere. Nur jetzt unter uns gesagt, ich halte das nicht sonderlich für sinnvoll, Schwangere explizit auszunehmen, weil auf der anderen Seite die Empfehlungen des österreichischen Impfgremiums sind nämlich, dass Schwangere eine besondere Risikogruppe sind. Die haben eine besonders hohe Gefahr an der Covid-19-Erkrankung. Da wird empfohlen, dass die sich unbedingt impfen lassen müssen. Das heißt also, das ist schon mal sehr merkwürdig, ja, dass das jetzt in der Kommunikation die ausgenommen genau, sind von richtig, der Impfpflicht. Ja. Generell ist es ja so, wie Sie gesagt haben, aus dem Gesetz sind dann mal die Schwangeren ausgenommen, auch andere Personen noch, aber alle Ärztinnen dürfen auch diese Ausnahmen genehmigen. Also warum jetzt zum Beispiel eine Person sagen könnte, ich kann mich nicht impfen lassen, wie stehen Sie denn dazu, dass das eigentlich alle Ärztinnen machen dürfen? Das halte ich aus praktischen Gründen für problematisch. Also ich meine, rechtlich kann man das so oder so machen. Ja. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind ein Hausarzt und sind jetzt konfrontiert von den Patientinnen, mit denen Sie ein Vertrauensverhältnis haben, mit Anfragen, Sie jetzt auszunehmen von der Impfpflicht. Das ist vielleicht hochemotionalisiert. Das sind Personen, die wirklich eine Angst haben. Und denen müssen Sie dann sagen, nein, es gibt keine Ausnahme, weil die Impfung nicht gefährlich ist für Sie. Das heißt, das beeinträchtigt das Vertrauensverhältnis zwischen den allgemeinen Ärzten und ihren Patientinnen. Also da hätte ich es besser gefunden, und so steht das auch in meiner Stellungnahme, dass man wirklich nur ausgewählte Ärzte damit betraut, die dann wirklich objektiv beurteilen können und wo nicht ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient gestört wird. Also das ist wirklich eine Entscheidung, das wirklich offen zu lassen, die fragwürdig ist. Es gibt zwar auch Strafbestimmungen im Regierungsentwurf, also Ärztinnen und Ärzte, die falsche Bestätigung ausstellen. Ich glaube, da gibt es eine Strafe bis 3.200 Euro oder so. Aber auch das, ich glaube, es kann nicht alles über Strafen geregelt werden. Impfpflichtgesetz heißt nicht unbedingt, dass es ein Gesetz ist, nach dem möglichst viel gestraft werden muss. Es sollte ein Gesetz sein, nach dem möglichst viel geimpft wird. Das ist eigentlich das Ziel dieses Gesetzes. Und das wird, glaube ich, nicht gut erfüllt von diesem Entwurf. Mhm. Nun hat auch in dieser Causa Verfassungsministerin Caroline Edtstadler in einem Interview gesagt, das Vorhaben bezüglich der Impfpflicht müsse überdacht werden, wenn die Impfungen bei Omikron nicht greifen sollten. Das heißt also,
die Impfpflicht gibt es dann nur, wenn die Impfstoffe auch tatsächlich wirken. Jetzt hat uns aber die Bundesregierung immer gesagt, impfen, 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 nur so kommen wir aus der Krise heraus. Und es wird ab Februar dann eine Impfpflicht geben. Und jetzt sagt aber die Verfassungsministerin so etwas. Was stimmt da jetzt? Wie kann man sich das jetzt tatsächlich vorstellen? Wie sieht das aus rechtlicher Perspektive? Auch da ist natürlich die Kommunikation nicht besonders gut gehandhabt in der Bundesregierung. Ja. Grundsätzlich in der Sache hat die Verfassungsministerin vollkommen recht. Das ist die normale, übliche Prüfung bei jeder dieser Fragen, wo man Gesetze an den Grundrechten prüft. Es braucht immer eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, eine Abwägung. Und Teil dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung ist, ob die Maßnahme zunächst einmal grundsätzlich geeignet ist, das Ziel zu erreichen. Wenn die Maßnahme gar nicht geeignet ist, das Ziel zu erreichen, also wenn der Impfstoff nicht wirkt, unter Anführungszeichen, dann ist das aus dem Grund natürlich nicht zulässig, weil dann hat es ja keinen Sinn. Und als nächsten Schritt geht man dann eher in die Verhältnismäßigkeitsprüfung im Detail. Jetzt muss man sich aber fragen, worin liegt diese Wirksamkeit? Und das gilt es zu definieren. Auch ein Punkt, der nicht ganz klar ist im Gesetz, aber ich glaube, der klar gemacht werden kann. Zweck dieser Impfung ist grundsätzlich, so ähnlich wie wir das von anderen Maßnahmen kennen, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Das kann auf zwei Arten geschehen. Entweder der Impfstoff ist so gut, und das ist er leider bei Omikron im Moment nicht, dass er Infektionen gleich abschneidet, dass man keine anderen Menschen infiziert. Dann wäre die Diskussion sehr schnell vorbei, dann wäre das vollkommen klar zulässig, da gibt es gar keine Diskussion. Und jetzt ist aber der Fall, dass der Impfstoff zwar bei Omikron nicht gut gegen die Weiterverbreitung wirkt, aber gut gegen die Hospitalisierung wirkt. Da gibt es einige Studien, Meinungen von medizinischen Experten, die sagen, eine Herabsetzung der Hospitalisierung von zwischen 80% und 90%. Und das ist ja auch eines der Ziele, die verfolgt wird, nämlich die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Wenn wir wissen, dass die Omikron-Variante so leicht verbreitbar ist, dann reicht es, wenn eine gewisse Anzahl von Personen in die Spitäler kommt und dort das Gesundheitssystem, das jetzt ja schon am Limit ist. Das Gesundheitssystem ist ja deswegen am Limit, weil es so lange belastet ist. Es ist nicht so sehr sozusagen die hohe Belastung, dass wir überhaupt kein Bett mehr finden. Aber stellen Sie sich einen Mitarbeiter in einer Intensivstation vor, in einem Spital, die jetzt monatelang mehr Überstunden noch machen haben müssen, als sie davor schon gemacht haben, die miterleben müssen, wie Menschen sterben in ihren Stationen. Also die sind ja am Limit. Und da, wenn es so ist, ich sage nicht, dass es so ist, aber wenn es so ist, dass die Impfung wirklich verhindert, dass Menschen in die Spitäler kommen, dann wäre das aus meiner Sicht auch eine Wirksamkeit, die zu berücksichtigen ist. Da aber jetzt eine Kritik an diesem Entwurf wieder. Es wurde in der Veröffentlichung von diesem Entwurf nicht vorgelegt, die fachliche Begründung dazu. Das heißt, wir haben gar nicht die Gutachten oder die Aussagen, die genau darlegen, dass diese Wirksamkeit besteht. Insofern meine ich eben diese gespaltene Kommunikationspolitik der Regierung. Auf der einen Seite sagen sie richtig, ja, also man muss prüfen die Verhältnismäßigkeit. Auf der anderen Seite stellen sie der Öffentlichkeit im Begutachtungsverfahren nicht die notwendigen Mittel dazu zur Verfügung. Und das ist etwas, was das Vertrauen eben nicht stärkt in der Bevölkerung. Und da kann ich es wirklich Personen nicht verdenken, dass sie sich aufregen, dass sie demonstrieren gehen, dass sie aus meiner Sicht einen falschen Eindruck von der Situation bekommen. Das kann man nicht diesen Menschen vorwerfen. Das muss man in Wahrheit unserer Bundesregierung vorwerfen. Das heißt also, aus verfassungsrechtlicher Perspektive könnte man jetzt wirklich sagen, wenn es bis dorthin keinen anständigen Impfstoff gibt, der gegen Omikron tatsächlich wirkt, so wie Sie gesagt haben, dass es mehr oder weniger abgeschottet wird, dann kann es sein, dass wir die Impfpflicht vielleicht gar nicht durchbekommen im Februar. Das könnte so sein. Nach derzeitigem Stand scheint es nicht so zu sein, weil die letzten Meldungen, die ich gehört habe, ist, dass dieser Schutz vor Hospitalisierung, vor schweren Verläufen, dass der sehr wohl vorhanden ist. Ja? Ich würde das nur gerne lesen in den wirklich echten Unterlagen, die die Regierung verwendet hat für diesen Entwurf, weil die muss es ja geben. Ja? Und wenn man ein Begutachtungsverfahren ernst nimmt, dann gehört das vorgelegt. Dann gehört das wirklich an die Öffentlichkeit und ich glaube, ein Mehr an Transparenz würde auch ein Mehr an Vertrauen schaffen. Und das ist das oberste Prinzip jeder Krisenkommunikation. Es muss ein Vertrauen hergestellt werden zwischen denen, die kommunizieren und denen, die beurteilen,
was ihr da bekommen habt. Also in Sachen Impfpflicht bleibt es da auf jeden Fall sehr spannend die nächsten Monate. Richtig. Dennoch hat auch Frau Edtstadler gesagt, eine Impfung ist im Vergleich zu einem Lockdown der geringere Eingriff in die Grundrechte. Wie sehen Sie das? Das sehe ich ähnlich. Das sehe ich eigentlich schon seit, sage ich immer wieder, seit Monaten. Das Merkwürdige ist ja nur, dass die Regierung ja diesen Lockdown für Ungeimpfte verordnet. Ja, das ist ja eine Regierungsmaßnahme. Wenn man der Meinung ist, das ist unzulässig und das ist ein zu schwerer Eingriff, dann soll man es bitte nicht machen. Soll man nicht nur darüber reden, sondern man soll tatsächlich handeln und diesen Lockdown für Ungeimpfte aufheben. Aber wenn es jetzt zum Beispiel einen Lockdown eventuell im Jänner für alle dann gibt? Das ist die Frage, ob der kommt. Ich habe ja gehört, es soll ja diese Woche noch ein Gespräch geben der Landeshauptleute und der Bundesregierung. Ich hoffe, dass da bundeseinheitliche Maßnahmen herauskommen, einmal zur Abwechslung, damit wir es einfacher haben, diese Maßnahmen auch tatsächlich zu verstehen. Ich weiß nicht, ob Sie sich zuletzt die Verordnung durchgelesen haben. Es gibt ja noch nicht einmal eine konsolidierte Fassung der Verordnung, obwohl die jetzt schon 3 Tage in Kraft ist, nicht wahr? Es ist, die Zustände sind wirklich miserabel. Unsere Zeit ist leider schon etwas knapp, trotzdem würde ich Sie zum Schluss noch gerne eines fragen. Und zwar gab es 2021 370 Anträge auf Schadenersatz wegen vermuteter Impfschäden, die meisten eben in Bezug auf Covid. Im Gegensatz dazu gab es in Österreich mehr als 16 Millionen Impfdosen, die verabreicht wurden, also es ist schon sehr wenig. Nun gibt es diesbezüglich ärztliche Gutachten. Was sind denn da die Aussichtschancen überhaupt? Das kommt wirklich darauf an, wie nachweisbar diese Kausalität ist zwischen der Impfung und den eingetretenen Schaden. Also sozusagen nicht jede Erkrankung, die man also in zeitlicher Nähe hat zur Impfung, ist unmittelbar ein Schaden der Impfung. Ja, also es kann sein, dass man sowieso krank geworden wäre. Ja. Und das ist das Schwierige herauszufinden in diesen Prozessen. Das, was dokumentiert werden muss, ob dieser Zusammenhang zwischen Impfung und Schaden besteht. Wichtig ist es natürlich, alle diese Ereignisse zu melden, weil das ja untersucht werden muss. Das hilft ja weiter, die Impfung weiterzuentwickeln und auch zu sehen, ob es tatsächlich Nebenwirkungen gibt. So wie Sie das Verhältnis angesprochen haben zwischen den Millionen Impfdosen und einer relativ geringen Anzahl an Schadensmeldungen, das entspricht ungefähr dem, was aus den Expertenmeinungen erwartbar ist. Dass wirklich relativ selten Ereignisse eintreten und dann von diesen Ereignissen ist dann halt die Frage, ob es wirklich von der Impfung herrührt oder nicht von der Impfung. Da ist in Wahrheit der rechtliche Rahmen ein eher enger. Es kommt darauf an, ob die Ärzte, der Arzt, der das begutachtet, tatsächlich diesen Zusammenhang herstellen kann. Aber gibt es dann für diese Personen, die diesen Schadenersatz einklagen, Aussichtschancen, ja oder nein? Es gibt bei schweren Folgen, gilt das Impfschadensgesetz. Das heißt, wenn Sie eine schwere Folge haben, dann zahlt das die Republik. Auch eine Rente in Wahrheit, wenn Sie zum Teil berufsunfähig werden sollten. Aber mir ist kein derartiger Fall bekannt, dass das tatsächlich eingetreten wäre, dass ein derart schwerer Schaden eingetreten wäre. Um noch einmal auf meinen Entwurf zurückzukommen, ich denke, man sollte vielleicht sogar die Haftung erhöhen zur Sicherheit, ja, um ein Signal zu setzen, dass man in die Sicherheit dieser Impfung vertraut. Wenn man diesen Schadenersatz aus dem Impfschadensgesetz, sagen wir, verdoppelt oder so, ja, man muss sowieso nichts zahlen, weil es ja wenige bis keine Schadensfälle gibt. Aber man würde zeigen, dass man diese Impfung für sicher hält. Herr Horn, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie bei uns wieder mal im Studio waren. Bitte, wir sehen gerne. Uns mit Sicherheit demnächst bald wieder, weil es so viel zum Thema Impfen zum Besprechen gibt. Vielen herzlichen Dank. Gerne immer. Und danke auch an Sie zu Hause, liebe Zuseherinnen, dass Sie wieder mal eingeschaltet haben zu Nachgefragt. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Boom. 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 Boom.